Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legacy of Kain Part 3, Sword Weaver 2. Wir sind hier im Wind-Dungeon, die Schmiede des Windes, und haben im letzten Part wieder was über die geflügelte Rasse gelernt. Und zwar wurde die verflucht im Kampf mit den Hilden. Die sehen wir hier, die haben verloren gegen die geflügelte Rasse, wurden mit dem Fluch jetzt belegt und waren blutdurstig geworden und unsterblich geworden. Das war so der Kampf zwischen der geflügelten Rasse und den Hilden. Wir haben Kain getroffen, der hat auch gesagt, der Schlüssel zu unseren wahren Ich ist Janus Ordran. Den haben wir logischerweise in der Zeit nicht gefunden, weil sein Versteck schon von den Seraphanen komplett zerstört wurde. Aber was wir gefunden haben, ist das hier. Für die neue Schmiede. Und wer weiß, was die uns bringt. Was wir hiermit bewirken können. Ich habe hier schon diverse Kristalle gesehen. Und die müssen wir jetzt wahrscheinlich alle betätigen. Hier ist was zum Schieben. Kümmern wir uns erstmal um die Kristalle. Was? Es bringt nichts. Warum bringt das denn nichts? Mann. Jetzt habe ich mir extra einen Lichtweaver geholt. Das müsste was bewirken. Bin ich jetzt blöd? Wir haben doch in der Vergangenheit gelernt, der Lichtweaver betätigt diese Kristalle. Okay. Sehr, sehr seltsam. Wenn ihr mich fragt. Ich glaube, auch hier ist so ein Kristall. Ja, aber wenn der auch nicht funktioniert. Und das tut er tatsächlich nicht. Gut. Scheinbar sind diese Kristalle in diesem Dungeon nur Dekoration. Was ich wieder ein bisschen seltsam finde, weil das kann ich nicht schieben. Aber hier ist auch das Licht-Reaver-Symbol. Vielleicht einfach draufballern? Nee, auch das nicht. Scheiße! Weißt du, ich bin hier komplett am Anfang und komme schon wieder nicht weiter. Mann. Vielleicht muss ich den Kristall bei den Hilden treffen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Hier sind 4 verdammte Kristalle. Irgendeine muss sowas bewirken. Ich bin jetzt wirklich traurig, Leute. Weil das sind wirklich die Kristalle, die man eigentlich aktivieren kann. Eigentlich. Bitte was? Gut. Dann schaue ich mal einfach hier rüber, aber ganz ehrlich, ich konnte keinen Kristall davon betätigen. Achso, das geht jetzt nicht auf. Ja, wunderbar. Dann freue ich mich wirklich, was hier zu tun ist. Ich habe alles probiert. Ich habe alle Kristalle betätigt. Ich habe versucht, das Ding da zu verschieben. Nichts passiert. Nichts. Vielleicht muss ich auch in eine Spektralwelt, aber ich kann mir nicht vorstellen, was jetzt in eine Spektralwelt soll. Es muss irgendwas hiermit zu tun haben. Hier ist das Lichtsymbol. Hier ist sogar ein Pfeil. Und hier steht so sorry und es leuchtet sogar gelb. Betrug! Genau das gleiche habe ich eben auch gemacht. Cool, dass das Spiel so konsistent ist. Das muss ich jetzt echt kritisieren. Ich habe da eben schon gegen geschossen, da ist nichts passiert. Aber jetzt auf einmal. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt im Internet nachgeschaut. Muss ich jetzt zugeben. Ich habe gerade im Internet nachgeschaut. Und ich bereue es nicht. Weil eigentlich habe ich es ja richtig gemacht. Nur das Spiel sagt schon, ja, nö. Hast du nicht richtig gezielt, war 1 Millimeter falsch. Okay. Es ist auf jeden Fall eine Spektralwelt, sonst kommen wir nicht durch das Gitter. Messias Fähigkeit ist halt cool, aber nicht perfekt. Wow, wow, wow. Ihr komischen Viecher. Lasst mich in Ruhe. Hier sind voll die coolen Waffen. Ich will die haben. Echt? Ich will die haben. Kannst du bitte zu mir kommen? Danke. Und da kommt schon wieder direkt der Nächste.
Also nerviger geht's nicht. Schnell weg hier. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich bin schwer beschäftigt. Hier sind schon wieder diese komischen Dinge. Mittlerweile glaube ich, das wird nicht nur Dekoration. Passt ja auch zur Atmosphäre. So blöd, dass die Dinger genauso aussehen. Ja, selbst hier sind die. So blöd, dass die Dinger genauso aussehen wie die Dinger, die man betätigen kann mit Hilfe des Lichts, wo ihr warst. Das ist halt echt nicht so toll. Nicht cool gemacht. Wunderbar. War sehr schwer, fast tot. Kann nicht besser laufen. Oh no. Oh no. Kannst du bitte verschwinden? Danke. Hier war auch noch einer. Hallo? Where are you? Der andere Typ ist komischerweise jetzt weggebackt. Das waren drei Gegner. Zwei mithilfe des Warriors getötet. Und einer müsste ja eigentlich noch sein. Ich wollte mir einen sogar übrig lassen, um dann die Seele einzusaugen. Beim 1 gegen 1 sehe ich eher weniger Probleme. Gucken wir, wenn wir den Dungeon heute schaffen. Oh, der sieht so cool aus. Guckt euch das an. Oh, shit. Der Dungeon scheint ein bisschen komplizierter zu sein als die anderen. Diese Statuenköpfe sehen so ein bisschen so aus wie die Höhlen. Wir haben uns die Höhlen ja auf diesem Gemälde angeschaut und die haben so einen spezifischen Kopf mit so Ecken und Kanten. Hat so ein bisschen was für Höhlen. Könnt ihr jetzt natürlich behaupten, hey, dann ist wahrscheinlich dieser Windtempel, diese Windschmiede von Höhlen erbaut. Hier sehen wir auch, dass es um das Windelement geht. Da die was Windartiges ausstoßen. Sieht schon cool aus, ne? Aber ja, ägyptisch ist das definitiv nicht. Seht ihr das? Das sind so Tiki-Statuen. Also es ist eher so afrikanisch Inka-mäßig angehaucht. Ich weiß, Inka war in Südamerika, aber es hat auch ein bisschen was Afrikanisches. Durch diese komischen Masken. Geronimo! Ich weiß nicht mehr, ob das gut war. Jetzt bin ich hier unten. Nicht du schon wieder. Gib mir mein Licht, Reaver. Ich habe hier hart erkämpft. Ist eigentlich eh irrelevant, weil ich sowieso gleich tot bin. Was ist das hier für eine seltsame Sache? Hier kann ich runter. Hallo? Ich sag's euch. Dieser Dungeon ist super verwirrend. Eine Maske. Das erinnert mich vorhin Crash Bandicoot. Crash Bandicoot hatte auch solche Tempel mit so Masken und so. Ist wirklich Crash Bandicoot-Style. Was zum Geier bist du? Voll eklig. Ist einfach so ein Viech da drauf. Sehr seltsam. Okay, merken wir uns. Hier im Keller ist so eine riesige Maske mit so einem Altar. Und auf der Altar ist eigentlich so ein Viech, was ein offenes Bäuchlein hat. Ich glaube, der Bauch war tatsächlich offen. Sehr seltsam. Hier ist ein Lichtsymbol. Geht das auf? Nee. Hä? Hier oben vielleicht? Keine Ahnung. Wenn ich mir so meine Lebensenergie anschaue, ist das Plan auch eigentlich kompletter Quatsch. So gleich tot bin. Kannst du bitte draufgehen, ohne dass du mich hittest? Ich würde gerne hier noch das Tor aufschließen. Yay! Also wir haben drei verschiedene Prüfungen. Hier haben wir Licht, hier haben wir Schatten. Und wir haben noch den normalen Reaver. Bedeutet, ich glaube, um diesen Tempel zu lösen, nein, müssen wir drei Prüfungen absolvieren. Ganz ehrlich, töte mich. Töte mich. Du willst doch.
glaube nicht, dass ich das überlebe. Achte mal auf die Lebensenergie. Stimmt, ich habe gar keine mehr. Ach komm schon. Ich wurde nicht mehr erwischt. Die haben mich einfach so getötet. Die haben mich einmal getroffen und jetzt bin ich einfach so gestorben. So wollte ich das sagen. Hier sind wieder diese gefährlichen Sluaks. Sluak-Hunde oder so. Sluak-Bestien. Ich möchte nämlich nicht Hunde beleidigen. Sei mal ehrlich. Solche komischen, fetten, hässlichen Hunde gibt es gar nicht. Wobei ich jetzt Bobtails oder so auch nicht so schön finde. Aber selbst ein Bobtail sieht besser aus als dieser fette Sluak. Hallo. Gut, jetzt habe ich ja wieder viel Lebensenergie. Das heißt, du kannst dein letztes Gebet sprechen. Weil ihr seht wahrscheinlich jetzt schon, den Zorio kann man nicht blocken. Bedeutet, gerade gegen diese Gegner, die es lieben, mit diesem Schild abzuwehren, können wir uns gut durchsetzen. Sesam, öffne dich. Coming in. Ich hoffe, es gibt Kaffee und Kuchen. Habt ihr es da oben gesehen? Das ist so ein Schattenbrunnen. Ich hab doch jetzt aber den Licht-Reaver. Nee, ich hab gar keinen Reaver. Weil ich gestorben bin. In der materiellen Welt. Hier sind schon wieder diese irreführenden Dinge. Ich denke hier erstmal, hey Girl, da brauchst du den Licht-Reaver. Nein, brauch ich nicht. Gott, echt Crash Bandicoot-Style. Gut bedacht. Uga Buga. Ich erinnere mich gerade an Crash Bandicoot Sounds. Nicht du schon wieder. Zumindest ist das jetzt hier der neue Standard, dass immer diese Viecher hier sind. So, bei der Macht der Sorios. Oh, nee. Da ist ein und campt. Ich glaube, es hackt. Komme ich da nicht rüber? Es sind sogar zwei von denen. Hier ist Wind. Ja, jetzt kommen die ersten Windrätsel. Tatsächlich. Ich habe euch ja schon gespoilert, das hier ist der Wind-Dungeon. Gab ja auch viele Anzeichen dafür. Und spätestens jetzt merkt man das dann noch. Hallo? Oh mein Gott, ist das arschig. Hä, wie soll man denn da hinkommen? Jetzt mal ohne Scheiß, wie soll ich denn da hinkommen? Ich habe keinen Schatten-Reaver. Hallo? Das verstehe ich nicht ganz, weil sobald ich versuche, darüber zu fliegen, werde ich weggeblasen. Und ich kann mich hier nicht mal rumschauen, wie das vollkommen bescheuert gemacht ist. Sorry. Das triggert mich gerade. Weil die mich hier die ganze Zeit beschießen. Was soll denn der Mist? Ich würde das ja gerne verstehen, aber ich kann es ja nicht. Ganz genau weiß, diese Viecher nerven mich zu Tode. Kann man sie überhaupt umbringen mit Hilfe des Projektils? Glaube ich nicht. Ist nicht mehr so gut wie in Soul Reaver 1. Wo es wirklich saustark war. Cook lebt immer noch. Das bringt gar nichts. Gibt es denn hier kein Secret? Hier komme ich auch nicht hoch. Obwohl das so aussieht. Leute, ich glaube, wir sind hier falsch. Ich glaube, hier kann ich noch nichts machen. Das ist irgendwie seltsam. Jetzt ist die gestorben und die Seele geistert da hinten rum. Ernsthaft? Vielleicht muss ich die Gegner noch erst töten. Wir probieren das mal. Oder muss ich in die Spektralwelt? Ich glaube wirklich, dass ich in die Spektralwelt muss. Weil in der Spektralwelt ist der Wind ja nicht da. Weißt du was? Das probiere ich jetzt mal aus. Tatsächlich. Das war das Rätsels Lösung, weil da hinten ist tatsächlich jetzt auch so ein Portal, um wieder zurückzukommen.
Ach so, da komme ich gar nicht hoch. Ach so. Das ist natürlich problematisch. Ich will jetzt eigentlich davor ausgehen, dass ich da hochkomme. Das ist natürlich ein Problem. Komm schon, es muss doch klappen. Guck, ich bin auch eben voll schräg geflogen. Nein, jetzt habe ich keine Seele. Ist das euer Ernst? Wo kommt der denn weg? Das war ein cooles Rätsel. Aber er war ja komplett chancenlos. Ohne die Spektralwelt. Ey! Warum ist der dunkle Geist so viel stärker? Zurück in den Topf mit dir. In die Wuthölle. Geh dich schämen. So. Ich glaube, jetzt müssen wir uns hier tatsächlich rüberweben lassen. Whee! Tatsächlich. Und jetzt frage ich mich, was bewirkt das? Dadurch erschaffen wir eine Schattenbrücke. Ja, und jetzt? Was habe ich davon? Ich frage mich jetzt wirklich, was es gebracht hat. Es hat doch nichts gebracht. Jetzt habe ich eine Schattenbrücke. Wow. Ich bin hier so weit geistert. Ach so, da oben scheint noch was zu sein. Mhm. Ja, aber da komme ich doch gar nicht hoch. Hä? Wie Sie verstehen, verstehen Sie gar nichts. Kann ich hier noch weiter hoch? Gott, ich glaube tatsächlich, der Windtempel war auch der schwerste. Tatsächlich. Und jetzt kann ich mich von hier oben nämlich da reinblasen lassen. Supi, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Hallo? Mach's Licht an. Warum ist das so dunkel? Bitte was? Hallo? Habe ich mich so gefreut und es war alles umsonst. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Wo ist das Licht? Okay. That makes sense. Schnell die Schattenbrücke erstellen. Schnell den Reaver wechseln. Schnell darüber. Und jetzt machen wir es gleich nochmal mit dem Licht-Reaver. Es ist dunkel. Es hat ungefähr die gleiche Farbe wie der Licht-Reaver gehabt. Bedeutet, wir brauchen wahrscheinlich hier einen Reaver. Gott, Leute, dieses Rätsel. Das ist echt nicht easy. Guck, jetzt sehen wir sogar was. Und hier ist tatsächlich so ein Kristall. Juhu. Da freut man sich richtig, wenn man das Rätsel gelöst hat. Ich muss sagen, das hier ist mein zweitliebster Dungeon. Der beste Dungeon kommt noch. Aber hier muss wirklich komplett um die Ecke denken. Also wenn das nicht cool ist, dann weiß ich nicht. Tatsächlich besser als die Rätsel von meinem geliebten Zorio 1. Weil das hauptsächlich Blockschieber-Rätsel gehabt. Außer natürlich am Ende, Möbius seinem Palast, da sind nur Blockschieber-Rätsel dazu. Gefühl eine Mischung aus allem. Der muss die Ruhe umstellen, der hat so Farbrätsel, Schieber-Rätsel, Puzzle, dazu werde ich alles. Das war der letzte Dungeon von Zorio 1, richtig geil. Jetzt frage ich mich natürlich, was mache ich mit diesen Steinen? Ich werde das muss ich in diesen Schlund werfen. Ich glaube, so war das. Ja, und das gibt mir hier die Bestätigung. Weil das auch grün ist. Mann, Rasiel, du tropfst ja alles voll. Soll ich das Splatoon spielen? Splatoon geht es ja darum, dass man möglichst viel einfärbt. Und ich glaube, das schafft Rasiel hier ganz gut. Hallo? Hallo? Kommt tatsächlich eine Seele aus dem Stein. Aus dem Kristall. Oh oh. Ich glaube, der ist nicht amused. Die Maske guckt ein bisschen böse.
Nein! Nein, Raziel, was machst du? Gott, Raziel. Das war knapp. Ich glaube, der hat voll Mundgeruch. Der hat doch voll Mundgeruch. Gut. Das war schon mal richtig. Jetzt laggt das Spiel. Ist sehr interessant. Wegen des Windes. Aber zum Glück nur da unten. Okidok. Ich würde sagen, wenn wir Licht schon gemacht haben, machen wir auch noch Schatten. Shadow! The Hedgehog! Oder so ähnlich. Komm. Die dunkle Macht. Gut. Mal gucken, ob der Anspruch hier auch so hoch ist. Weil ich finde, das Rätsel war echt super geil, aber auch super schwer. Du musst in die Spektralwelt, du brauchst beide River gefühlt, du musst den Wind umgehen. Da musst du echt um die Ecke denken. Das war ein Rätsel nach meinem Geschmack. Wirklich. Musstest du so geschickt kombinieren. Ich bin gespannt, was man hier muss. Nein, nicht ihr schon wieder. Aus dem Weg! Okay. Irgendwie sind die Schüsse voll genervt worden. Und der haut ab. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Der haut ab, sobald der Typ mit dem Schild gestorben ist. Na, reicht's hier. Cool. Wisst ihr was? Diese Axt, ne? Die habe ich die ganze Zeit schon angelacht. Die sieht so geil aus. Wow! Guckt euch diese Axt an. Das ist nicht cooles Waffendesign. So sehen coole Waffen aus. So sehen Sieger aus. Schalalalala. Gott! Mit dieser Axt schlägt Rasier aber wie ein Betrunkener. Rasier! Nichts war weniger Gin Tonics, bitte. Ernsthaft. Ich glaube, Raziel ist eher so ein Bloody Mary oder Absinth-Trinker. Wenn ich eng alkoholisches Getränk zu Raziel zuordnen würde, ein Bloody Mary oder Absinth. Sei einfach ehrlich. Das passt zu ihm. Gott, ey, Sachs. Die sieht so cool aus, aber ist so blöd. Oh Gott. Koi macht doch wenig Schaden. Ich dachte, jetzt habe ich die Überwaffe gefunden. Ja, von wegen. Aber manche können die Gegner immerhin super toll zerteilen. So, was ist jetzt hier verlangt? Von da sind wir gekommen. Und hier brauchen wir den Shadow Reaver. Nein, hier ist wieder so ein blödes Auge. Big Brother is watching me. Gut. Yay, yeah, ich hab eine Axt. Guck mal, wie langsam die ist. Der letzte trifft nicht mal. Seht ihr das? Der letzte verfehlt immer. Ist das dumm? Das ist die schlechteste Waffe im gesamten Spiel. So leid es mir auch tut. Okay. Aber ich glaube, der Strong Attack ist dafür umso besser. Komm her. Nein. Ich habe halt Schiss, dass mich das Auge jetzt erwischt. Auge, bitte. Ich will dir nichts Böses. Lass mich in Ruhe, du blödes Auge. Die andere Seele ist schon wieder verschwunden. Klasse. Okidok. Also. Wir haben eine Einkehrung für den Shadow Reaver. Wir haben hier das Auge. Denn sonst haben wir nichts. Doch. Ein Durchgang. Ach so, hier gibt es den Shadow Reaver. Ich verstehe. Den habe ich aber noch. Da ist noch eine Treppe. Jetzt gemerkt? Ich wurde weggewählt. Das ist schon wieder ein Windrätsel.
Sehr seltsam. Damit erschaffen wir eine dunkle Brücke. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was bringt mir das? Hier ist das Auge. Ach, die dunkle Brücke ist jetzt schon wieder weg. Weltklasse. Absolut Weltklasse. Hä? Leute, was muss ich tun? Was muss ich tun? Schon wieder der falsche Weg. Okay, die Schattenbrücke bleibt nur für 2 Sekunden. Der Wind hier oben ist aktiv. Und es sieht so aus, als könnte ich da hinten hin. Kann ich auch nicht. Was zum Geier? Was muss man hier tun? Und was hat das alles mit dem Auge zu tun? Bevor ich das jetzt aktiviere, schaue ich mich nochmal hier um. Der Wind kommt von dort. Vielleicht komme ich ja schon dort oben rein. Glaube ich aber nicht. Nö. Und das Ding kann ich auch nicht öffnen. For whatever reason. Kann ich nicht öffnen. Geht nicht. Und was habe ich davon, wieder zurückzugehen? Was habe ich davon, das Auge zu blenden, wenn hier die Musik spielt? Das verstehe ich nur. Also dieser Raum ergibt null Sinn. Für mich zumindest. Vielleicht muss ich so springen? Nee. Ich komme da tatsächlich nicht rein. Okay. Was wollt ihr von mir? Redet mit mir. Wie gesagt, es sieht wirklich so aus, als könnte man dorthin. Aber er kommt da nicht hin. Ach, Leute, was habe ich denn jetzt wieder übersehen? Ich muss irgendwas Essentielles übersehen. Vor allem, warum machen sie das so, dass es so aussieht, als könntest du da hinten hin? Nein! Seht ihr das? Das glänzt. Das ist wahrscheinlich ein Block. Sag nicht, das ist ein Block. Hi. Und wir wissen ja, wofür wir den brauchen. Mithilfe des Blockes können wir tatsächlich diese Tür hier aufmachen. Sie ist öffnen wird. Gut, dass ich nur irgendwann drauf gekommen bin. Viel zu spät, aber... Problem ist, ich weiß immer noch nicht, was hier wirklich zu tun ist. Hier ist wieder nichts. Geist. Auch da habe ich keine Ahnung, wofür ich den brauche. Bin ich ja ganz ehrlich. Wahrscheinlich muss ich jetzt das Auge blenden und dann den Lichtreaver holen und sofort hier durch. I don't know. Ich werde es mal probieren. Lichtreaver. Auge ist geblendet. Auge ist immer noch geblendet. Cool. Das ist wahrscheinlich wieder nur Umgebung. Ich hasse es. Es sieht genau so aus. Wie diese komischen Schalter, die man sonst mit diesem Reaver betätigt. Das ist so blöd. Was habe ich jetzt davon? Juhu, ich habe Lichtreaver und es bringt mir richtig nichts. Es bringt mir nichts. Ach so, ich kann hier einfach hoch und dann hier rüber gleiten. Okay. Habe ich mich wieder zu früh aufgeregt. Das war ja voll leicht. Das war voll simples Rätsel. Jetzt schäme ich mich. Ich schäme mich wirklich dafür, dass ich so lange gebraucht habe. Oh Gott. Das war viel leichter als das erste. Viel, viel leichter. Gut, ihr Lieben. Das soll es auch für heute gewesen sein. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao.
Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!